The Lone Ranger ist für mich definitiv einer der größten Reinfälle des Kinojahrs 2013. Johnny Depp ist zwar relativ cool anzusehen, wenn man bedenkt, dass seine Performance ungefähr halb so lustig und halb so interessant ist, wie die von Jack Sparrow, dass er grundsätzlich zum wahrscheinlich 8. Mal mehr oder weniger denselben Charakter spielt und dass das Ganze ohne der Regie von Tim Burton einfach teilweise nur mehr ausgelutscht und nach 0815 rüberkommt. Irgendwie Innovation zu erwarten von dem Film ist dann doch sehr viel verlangt, vor allem weil Armie Hammer neben Johnny Depp relativ gesichtslos und nicht wirklich gut dastehen kann und finde ich jetzt auch nicht wirklich über die schauspielerischen Qualitäten verfügt, die es braucht, um einen Film zu tragen. Das ist, sollte definitiv Johnny Depp sein. Da steht sich der Film allerdings meiner Meinung nach mit seiner extremen Laufzeit von 150 Minuten selbst im Weg. Wäre der Film knapp eine Stunde kürzer gewesen, hätte man möglicherweise über die einzigen Sachen, die witzig waren, von Tonto noch lachen können. So allerdings sitzt man die meiste Zeit dann schon nur mehr so im Kino und kriegt es wahrscheinlich gar nicht mal mehr mit, wenn irgendwas ansatzweise halblustiges in dem Film passieren sollte. Die Action-Szenen sind, wie wir es von Hollywood gewohnt sind, übertrieben, laut, dramatisch und unglaubwürdig, aber zumindest trotzdem ansatzweise sehenswert. Meiner Meinung nach allerdings trotzdem auf keinen Fall sehenswert genug, um den Rest des Films durchzudrücken. The Lone Ranger ist für mich einer der langweiligsten und uninteressantesten Filme, die ich 2013 gesehen habe und damit leider einer, den ich zwar gerne empfohlen hätte, weil ich grundsätzlich gerne auf 0815 Hollywood Bombast Kino für zwischendurch auch stehe, aber es einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, irgendjemandem zu sagen, yeah, schau dir den Film an, er wird dir wahrscheinlich ähnlich nicht gefallen wie mir.